Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wie ist das Handyspiel? Und diesmal spielen wir Love Balls. Das erste, was mir hier schon mal auffällt, wir kriegen immer eine fette Werbung unten rein von Altours. Okay. So, Anzeige geschlossen von Google, diese Werbung. Gut. Wir müssen ins erste Level reinklicken, ansonsten können wir bis jetzt noch nichts machen. Gut, so, down alleine, bump the balls. Also auf jeden Fall, die Bälle müssen sich wohl berühren. Irgendwie so. Das ist auf Platz 2 von den Google, was sind das nochmal? Von den Google hier bestplatzierte Spiele oder so. Ja, die sich wohl am meisten zur Zeit gedownloadet haben oder so, ne? Gut, dann müssen wir die wieder zusammen machen. Sehr schön. Noch ist einfach, das kann sich ja natürlich später noch ändern, aber ich möchte gerne erstmal raus. So, warte. So, wir haben hier Level 1 bis 12, dann Level 13 bis 24. Also es gibt hier insgesamt mehrere Level sogar. Sehr viele, also man kann, also das Spiel habe ich noch nicht angetestet oder so, das habe ich mir gerade ganz spontan runtergeladen. So, was kann man denn hier oben nochmal machen? Man kann sich einen Stift aussuchen und man kann die mit hier diese Coins bezahlen, die wir wohl im Spiel bekommen. Not enough Coins, okay. Die Bälle kann man sich auch aussuchen. Kann man auch mit den Coins bezahlen, so wie den Hintergrund. Kann man wohl auch mit, genau, mit den Coins bezahlen. Gut. Was haben wir in den Einstellungen? Ganz normal, alles klar. So, dann haben wir einmal das ADS. 3,79 € kostet es, wenn man das komplette Spiel ohne Werbung haben möchte. Okay, aber ansonsten, die Items, die man hier drinnen bekommt, die sind auf jeden Fall kostenlos. Das ist schon mal wunderbar. Und ja, mal sehen. Ja gut, also für diese Werbung, die man da unten nur so ein bisschen bekommt, ist es ja nicht so schlimm. Was ist denn das? Okay. Also auf jeden Fall mit verschiedenen Level. Das ist schon mal sehr schön. Und ja, je weiter man kommt, desto schwerer wird das. Wir machen dann mal so. Oh. So, wenn wir mal zurück, können wir, glaube ich, genau hier machen. Gut, also hier spielt doch schon mal so eine Chemie. Ist das laut, verdammte Scheiße! Ach du Scheiße, das hat gerade mein Organ leicht zum Platzen gebracht hier. So, mal sehen, wir haben auf jeden Fall sowas hier, dann machen wir mal hier so hoch und dann geht es hier so runter. Und es hält sogar. Okay, also man bekommt ja auch immer Werbung zwischendurch. Das ist schon mal anzumerken. Man kann ja wohl diese Teile auch teilen irgendwie. Was ist das denn? Ach so. Gut zu wissen, was man hier noch so bekommt. So, hier genau das gleiche. Ja. Passiert da sonst noch was? Haben wir mal das Doppelte. Bam. Also das Prinzip ist ja halt immer das gleiche hier, okay. Oh, ja gut, dann müssen wir nochmal zurück machen. Es hat gerade nicht so schön geklappt, wie ich es. Man kann nachzeichnen, man kann. Okay. Dann sind wir auch wieder laut. Sehr schön. Also man kann ja da oben einfach auf das X drücken, ne? Hier ist ja ohne Zeitangabe alles. Und jetzt müssen wir das halt selber ausprobieren. Ja, gehen wir nicht auf die Nerven. Ich probiere dieses Spiel schon aus. So, also man kann auf jeden Fall auch schon mal nachzeichnen. Sehr interessant zu wissen. Hier machen wir mal das da. Dann machen wir das hier mal so. Und auf der Seite auch genau das gleiche. Ernsthaft, was ist das denn? So, wie viele Sterne bekommen wir denn dafür? Also, wenn man das alles mit einem komplett einmal schafft, dann bekommt man dafür 3 Sterne. Wenn man nachzeichnen muss, dann bekommt man sogar nur 2 Sterne. Und das sieht sogar aus wie so ein Smiley. Ja, moin. So, hier machen wir dann genau das gleiche mal so.
Super. Aber warum bekommen wir auch wieder nur 2 Sterne? Das ist aber gerade ein bisschen unfair, ne? Okay, zurück. Das war gerade nicht so schön. Wir müssen das nämlich so machen. Und so. Super. Und schon wieder Werbung. Also man wird hier voll mit Werbung auf jeden Fall zerdrückt, muss ich sagen. Komm schon, ich möchte das nicht spielen. Ich möchte gerne was anderes spielen. Ich möchte das eine... Wieder nur 2 Sterne. Warum bekommen wir immer nur 2? Hat das irgendwie einen Grund? Ah, man sieht, je mehr man zeichnet, also hier oben, ne? Kann man ja einmal sehen. Je mehr man zeichnet, also wir sind gerade hier, ne? Zack, und dann ist schon mal der eine Stern weg. Okay, jetzt habe ich das begriffen. Jetzt habe ich das begriffen. So, machen wir das einmal so. Ne, warte mal. Fail? Retry. So, wie kann man denn das am besten lösen? Eigentlich so, ne? Ja. Sehr schön. Und wieder Werbung. Also, ich spiele noch nicht mal lange das Spiel, ne? Und wir bekommen ja schon eine Werbung nach der anderen. Also, das ist aber schon ein bisschen hier, ne? Was ich denn dazu sagen? Das ist schon... Viel zu viel Werbung auf einmal hier. So, dann haben wir das nächste Level. Ja, so geht es. Sobald man weiß, wie das Grundprinzip funktioniert, ist es ja einfach einfach, ne? So, hier machen wir es dann einmal so. Wahrscheinlich haben wir schon so viel verbraucht, mein Gott. Gut. War doch ein... Guck mal, man spielt 2 Runden und zeigt direkt, ja, Werbung. Das ist ja wieder einfach... Also manche Level sind noch einfacher als die anderen. So. Ja... Oh, das war ja doof. Hä? Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber irgendwann mal. Warte mal. Wie geht denn dieses Level hier? Man muss das ja eigentlich so machen, ne? Irgendwie. Hinweis. So, wie sieht es denn aus mit dem Hinweis? Achso, man muss erstmal Werbung gucken für einen Hinweis. Bam, 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 bam. Cashow, gewinne Geld. Ja, da muss man bestimmt auch tausende Fragen ausfüllen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Hä, als ob das so einfach ist. Tja, moin. Und natürlich wieder die nächste Werbung. So. Gut, dann gucken wir die Werbung mal zu Ende. Wie viel Level geht denn das erste überhaupt? Komm schon. So, zurück. Also, wir sind schon lange im nächsten Level. Ja, gut. Achso, gut. Dann schön zu wissen, das Ganze. Aber dann würde ich mal hier sagen, ne? Ja, mein Fazit zum Spiel. Es ist viel zu viel Werbung hier. Und damit du nicht nach allen 2 Spielen Werbung kaufen sollst, nach allen 2 Spielen Werbung bekommst, solltest du es kaufen für 3,79 €. Das finde ich also schon ein bisschen... Ja. Nee, ey, das ist nicht so meins.
Aber das Schöne ist, dass man, guck mal, wir haben ein paar Level gespielt und können hier schon zum Beispiel, ne, die Piraten kaufen oder vielleicht diese hier kaufen. Komm, kaufen wir die mal. Neuen Stift können wir auch mal kaufen. Sagen wir zum Beispiel, wie viel kostet der hier? 615. Kaufen wir mal. So, wenn wir jetzt zum Beispiel mal das erste Level nochmal spielen, scheißegal. Sieht man auch hier, plus nochmal dieser komische Kuli, was weiß ich, was das ist, ne? Okay, das ist auf jeden Fall... Alles klar! My Dad, my Mom. Zwei gleiche Hände. Oder meint er diese Teile dort? Also auf jeden Fall, die Werbung ist abnormal. Ist viel zu viel Werbung auf so kurzer Zeit, muss ich sagen. Das ist wirklich schon zu übertrieben. So. Also man kann es auf jeden Fall spielen, aber wenn man das auf dem Handy hat, ne, dann kann man einen schönen Flugmodus anmachen. Merkt euch das Flugmodus an, dann bekommt ihr keine Werbung mehr. Ein kleiner Geheimtipp. Ist bei fast allen Handyspielen so. Einfach Flugmodus rein und dann bekommst du automatisch keine Werbung mehr. Und so kann man das auch bestimmt spielen. Na gut. Aber ich würde mal sagen, also dann kann man das auf jeden Fall empfehlen, wenn man das im Flugmodus spielt. Aber ansonsten, naja, wirklich... Ja, geht so. Wer möchte, wer nicht möchte, kann sich das selber aussuchen. Aber sobald man den Flugmodus reinmacht, macht es auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Spaß. So, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt einen da nach oben. Wenn nein, dann gebt leider einen nach unten. Aber bitte kommentiert auch in den Kommentaren, warum das so ist. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein.